Willkommen zurück in der Nacht. Wir verkaufen. Unsere Stoffe können durch Magie kein Feuer fangen. Es sind Sonderanfertigungen. Wir verkaufen Tünnef. Dabei warten wir, dass unser Freund wieder aktiviert werden kann. Und dann stellen wir uns nochmal den Zauberer. Komm wieder! So, und rein in den Spaß. Oh oh. Ach, er zaubert die Feuerbälle. Ah, okay. Komisch, dass er die anderen jetzt nicht aktiviert. Ach, jetzt greifen sie an. Okay. Nicht alle auf einmal. Sehr schön. Wer bist du denn? Geist des großen Kaisers. Judentag, der Herr. Krieger, ein altes Übel hat meine Terrakotta-Krieger verwandelt. Du hast diesen Geist zur Ruhe gebettet. Jene, die sich an Pflichten und Rechtschaffenheit halten, sollen belohnt werden. Finde ich auch. Yeah. Attributpunkte. Ich hätte zwar lieber Fähigkeitenpunkte gehabt, aber na gut, das geht auch. Das geht auch. Du hast keinen Platz mehr. Beamen. Etwas anderes? So, nö, 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 nö. Tschüss dann. Ciao. Ist der jetzt tot oder was? Ach, das war wahrscheinlich vorher sogar der echte Kaiser. Und wir haben eben nur mit seinem Geist nochmal kurz gesprochen. Und der echte Kaiser wurde von den Terrakotta-Soldaten umgebracht, oder was? Da muss ich doch mal glatt nochmal nachlesen. Das war's, Na gut. U-I-U-A-A. So ein langer Weg als Eingang für den eigenen Palast. Das dürfte dann ja eigentlich die verbotene Stadt hier sein, ne? Oder ist jedenfalls angelehnt.
Das Mausoleum. Du bist hineingegangen und hast den Geist aufgehalten, der diese Tonmänner zum Leben erweckt hat? Bei unseren Ahnen. Ich hatte gedacht, dass nicht einmal 100 Männer es schaffen könnten. Jo, danke, bitte. Das sind alles nur so eine kleine Zwischenräume hier. Wozu? Gehen wir erstmal in die Ecke. Kämpfen wir gegen die Skelette und einen Djinn. Na super. Der Tag wird immer besser. Oh. Tschüss. Ich muss weg. Ich muss weg. Ganz dringend weg. Gott, ey, nur noch 80 Gesundheitstränke. Wir waren mal bei 100, definitiv. Die sind wohl noch etwas zu stark hier. Euch mache ich auch alleine platt. Wieso ist das Tor gesperrt? Was steht hier drauf? Tor im Jingletal. Okay, ich nehme mal an, da kommen wir später nochmal hin. Da ist ein Brunnen der Wiedergeburt. Da geht's auch raus. Da wollen wir dann aber noch nicht lang. Da ist auch ein Brunnen, verdammt. Tor gesperrt. Hallo. So, Ufi räumt, dann können wir das Tor jetzt wahrscheinlich auch öffnen. Konnten wir wahrscheinlich auch schon vorher, jetzt dürft ihr reinrennen, bitte. Wie ein feiner Frühlingsregen soll dieser Bogen Pfeile regnen lassen. Langes Leben. Danke. So, kriegen wir irgendwo noch eine Belohnung? Du hast alle Tonkrieger in der Stadt getötet.
Unsere Männer waren närrisch und fürchteten einen Fluch. Ein Außenstehender würde natürlich keine solche Bedenken haben. Du hast dir deine Belohnung verdient. 26.000 Erfahrungen, sehr schön. Leider werden wir wohl den Levelaufstieg, oder ich werde in dieser Aufnahmesession nicht mehr erleben, weil nach dieser Folge schaffe ich nur noch eine. Und das wird wohl leider nicht ausreichen. Ackerland von Chang. Toll. Ich hab's geahnt, dass hier wieder die Tiger rumlaufen. Tja, nach oben oder nach unten? Gehen wir erstmal nach unten. Ach, das ist noch so ein anderer, größerer Tiger. Deswegen kam mir die anderen so groß vor, verdammt. Tschüss. Nehmen wir mal an, unten geht es wirklich richtig weiter. Das heißt, wir gehen nochmal nach oben. Und da ist nichts. Tschüss. So. Dieses Ackerland haben wir erfolgreich hinter uns gelassen. Er macht wieder seine Dinge. Oder auch noch nicht. Jetzt hat er's. Weg, 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 weg. Oh no. Der eine ist tot, der andere bald. So, jetzt fehlt noch der andere Schwarze. Oh nee. Weg, weg, weg. Oh, wir bräuchten eigentlich eine kleine Armee hier. Dein Gepäck ist voll. So. Dann wird es auch wieder Zeit für Infolgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.